Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. Huh? I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. Mit diesen Worten wünsche ich euch ein herzliches Ahoi und herzliches Willkommen zu einem weiteren Angespiel auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir schauen uns heute mal an I Am Future. Ein relativ sehr, oder nicht relativ, sondern es ist ein sehr, sehr ruhiges Survival-Spiel. Man kann zwischen zwei Charakteren auswählen, Männlein oder Weiblein. Jawohl, ich bleibe bei meinem Männlein. Gehe auf Bestätigen. Ich selber habe noch nicht reingeschaut, das heißt, es wird für mich auch mal interessant. Ich habe das, glaube ich, schon, ja, bestimmt ein halbes Jahr in meiner Bibliothek nie dazu gekommen. Und ich bin gerade in dem Chill-Mode und habe mir gedacht, komm, wenn ich eh im Chill-Mode bin und ja, ein bisschen Stress abbauen möchte, denn, glaube ich, ja, aktuell spielt ja jeder 7 Days to Die, so auch ich. Und dann ist mal ein kleines bisschen zurücklehnen und ein kleines bisschen relaxen auch gar nicht so schlecht. So, ich hatte ein kleines technisches Problem. Ich gehe davon aus. Es hat so ausgesehen, als würde ich 2 Audiospuren aufnehmen. Also 2 Tonspuren aufnehmen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen mich ja nicht doppelt hören. Stereo ist okay, aber doppelt, glaube ich, brauchen wir mich nicht. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut. Und ich denke, das ist jetzt mal so eine kleine Exkursion in ruhigere Gefilden. Gut. Endlich habe ich mal ordentlich geschlafen. Heute ist ein guter Morgen. Aber wo bin ich? Und was zum Teufel ist hier passiert? Ich kann mich nicht erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, kann ich mich an fast nichts erinnern. Nach einem Hyperschlaf kommt es oft zu Gedächtnislücken. Aber wer vergisst denn seinen eigenen Namen? Ich habe wirklich lange in dieser Kapsel geschmort. Gut, der gute Mann hat wohl Kopfschmerzen, ja, hat so einen Hyperschlaf-Leck. Soll dann nicht so viel vorher Lack trinken oder irgendwas, keine Ahnung. Und ihm fehlt eine Hand. So, lass mich kurz mal gucken. Wir können uns bewegen, ganz normal WSAD und zu links mit zum Interagieren, jawohl. Und die Kamerataste, zum Kameradrehen die rechte Maustaste, bla bla bla, gucken wir mal, wir können ranzoomen. Und ja, ihm fehlt wohl eine Hand, die linke, die rechte, die linke, ja, gehen wir so hin, jetzt ist die rechte, das andere links. Und das scheint die Hand zu sein. Dann laufen wir mal hin. Wo zur Hölle ist meine Hand? Aha, okay. Ganz ruhig, hol tief Luft. Das ist nur eine kybernetische Prothese. Okay. Dann nimm sie doch einfach. Aha. Was zum Kabel nochmal, okay. Jemand hat diese kybernetische Hand zu einem Rückenkratzer gemacht. Sakrileg. So, die richtige Größe, perfekt, blablabla, sagen, Sachen schaffen, okay. So, die kybernetische Hand. Zum Tragen großer Objekte und zum Sammeln von Ressourcen. Dieses veraltete Modell der Prothese ist auf Münzen eines Symbols für harte, aber gerechte Autorität. Okay. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ah, du bist zu weit weg. Also ich muss wahrscheinlich wohl in diesem Rahmen bleiben. Ich muss mal gucken, wie dreht man. Ja, die Kamera, was ist das? Untersuchen. Ja, erstmal hier. Was ist das? Aussehen ändern. Aufheben. Was ist das hier? Was machst du? Zum Drehen, okay. Halte, loslassen, um zu fallen. Okay. Keine Ahnung. Hä? Was ist das hier? Aussehen ändern. Ah, okay. Ich habe keine Kopfbehaarung, ich habe auch aktuell keinen Bart. Das ist okay, die Augen, das ist mir relativ wurscht. Was habe ich denn hier? Ich kann mein Aussehen ändern. Mütze. Ich habe eine Mütze. Gut, Zubehör. Oh, guck mal, ein Waikiki hier, denke ich. Nein, du kriegst da nichts. So, Klamotten, was hättest du gerne? Hier, komm mal her. Ein bisschen nach Wissenschaftler. Hawaiian, ganz in Blau, ne? Das sieht gut aus. Du kriegst kurze Shorts. Sieht so richtig beleppert aus, ey. So, guck mal. Kurze Shorts oder kriegst du die hier? Jeans, komm, Jeans. Du kriegst die Schuhe hier. Siehst du so ein bisschen, ohne Blitzen, so ein bisschen wie ein Biker, oder so. Du kriegst Socken. Ah, du hast Socken, guck mal. Gürtel, kannst du auch Gürtel wählen. Ah, okay, das ist der hier. Kann man hier noch was wählen? Das haben wir schon gemacht. Gut. So, das bleibt. Bestätigen. So, dann sehe ich so aus. Gut, dann haben wir das gemacht. Was muss ich noch machen? Das ist der Aufgabe. Bahne dir einen Weg hinaus. Okay, dann bahnen wir mal. Ich will mal gucken, was ist das hier. Dann muss ich wieder hinlaufen. Sehr schön. Neues Objekt erhalten. Einen Gegenstand. Das ist wohl mein Menü. Gegenstände, Materialien, große Materialien, Bauteile. So, dann haben wir Entwürfe. Da kann man herstellen. Was ist das hier? Ein kleiner Speicher. Werkzeuge, das ist die Hand. Achso, das Spiel, wenn ich gerade sehe, bald verfügbar. Das Spiel ist aktuell noch in einer Early Access Phase. Ich glaube 0.8 oder so aktuell. Und dementsprechend ja, sind noch verschiedene Sachen nicht vorhanden. Wahrscheinlich werden auch manche Sachen verschwinden, wie es halt so ist. Das hat man ja gesehen bei Satisfactory. Manche Sachen werden wieder rausgepatcht. Es gibt Veränderungen. Ist halt so beim Early Access Titel. Gut, das ist Interaktion und das ist Kamera bauen. Da kann man die Kiste bauen. Ich weiß nur nicht, was Pfeiler heißt. Und was es also ich weiß schon, was Pfeiler heißt und was es bedeutet. Aber in dem Zusammenhang, das, halt, das ist falsch. I... B, C, nix. Du musst echt über das Menü hier. Nein. Da, Bauplan-Menü öffnen. Ja, und hier steht Pfeiler. Ja, und kleiner Speicher. Gut. Bibliothek haben wir durch. Mini-Roboter haben wir nicht. Tagebuch haben wir nicht. Das ist okay. So, was haben wir denn hier alles? So, das ist das hier. So, das muss mal, ich muss das mal. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mit der Maustaste irgendwo hinklicken, dass da läuft so ein Point-and-Click-Adventure. So hat es nämlich gerade den Anschein. Du bist zu weit weg. Okay. Aufheben. Eine rostige Säge. Was gibt das hier? Was ist das hier? Hammer benötigt. Das haben wir da hinten. Zerlegen. Komme ich da hin? Ne, da komme ich nicht hin. Kann ich springen? Ne, springen kann ich nicht. Also es, kann ich rennen? Ich glaube, der rennt immer. Gut. Was haben wir denn hier alles? Lass mich gucken. Hier kann man nochmal irgendwas abbauen. Das kann man zerlegen. Okay. Das kann man, da brauche ich irgendeine Säge. Schauen wir mal hier mal Material zu, mal ein bisschen mal looten. Ich bin am Verhungern. Als ob ich seit Ewigkeit nichts mehr gegessen hätte. Und wer weiß, vielleicht ist dem sogar. Gut, Gesundheit haben wir hier. Das ist der hier, der ist nicht so gut. Und Sättigung ist auch nicht so gut. Okay. Wie kriege ich das geheilt? Hunger. Das scheint hier was zu sein. Okay, ich muss hinlaufen. Ich muss mich da wirklich dran gewöhnen. So. Beeren. Ah, die sind hier auf der Schnellleiste. Guck mal an. Klicke auf Nahrung. Das ist die rechte Maustaste. 4. Okay, haben wir 2. Aufgabe abgeschlossen. Untersuche den Kühlschrank. Den Kühlschrank, das ist der Kühlschrank. Ja. Du nimmst erstmal das hier mit. Hier, das kannst du bestimmt alles gebrauchen hier. Hier, prüfe den Kühlschrank. Ich glaube, ich spinne. Ein Kühlschrank auf dem Dach. Ist er hier ein Glückspilz? Lass mich rein, du blöde Tür. Blablabla, Technikgenie gewesen zu sein. Batterien einlegen. Jetzt muss man Batterien finden wahrscheinlich, ne? So, gucken wir mal. Ja, gut. Was haben wir hier alles? Das ist nix. Das ist zerlegen. Ah, musste draufbleiben. Ah, okay. Bei manchen Sachen musste draufbleiben. Okay. Okay, was haben wir hier alles? Rostige Säge. Bücher. Kann man Bücher lernen? Hier, aufheben. Das Papier, okay. Es ist sehr, sehr chillig. Also wenn ich mir überlege, bei 7 Days to Die wären wir, glaube ich, schon tot. Was soll man hier aufheben? Was ist das hier? Hallo, ich bin der Ecomat, ein Roboter für die Wiederverwendung von Ressourcen. Lege bitte überschüssiges Essen in das Eingabefach, um ein Produkt zu erhalten. Okay, was ist das hier alles? Wasserkocher war früher für die Rettung, wenn man schnell Wasser kochen musste, okay. Einfacher Hammer, was hat man da? Das ist das hier. Nahrhafter Salat, das verstehe ich nicht ganz. Klick, um einen Artikel zu kaufen. Was ist denn die Währung? Ist das die Währung und das kriegst du raus, oder? Hm. Okay, gut, egal. Wir brauchen eine Batterie. Ich glaube, eine Batterie doch... Warte mal. Was ist das hier? Ist das... Ah, Stromkabel. Okay, das ist Stromkabel. Dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Untersuchen. Ah, da liegt ein Zettel in der Asche. Sehr schön. Jetzt weiß ich immerhin, dass jemand hier auf dem Dach gelebt hat oder lebt. Hoffentlich macht es ihm nichts aus, wenn ich ein neues Feuer mache und dieses sicherheitshalber entferne. Mhm. Benutze, um das Baumenü zu öffnen, wähle, was du bauen möchtest. Da waren wir schon. Also wir gehen ins Baumenü und wählen ein Campingfeuer. Und dann kann ich das hier mitdrehen. Das ist das hier. Ah, zerlegen. Dann machen wir zerlegen. Lange Maustaste draufbleiben. Hier haben wir Kohle. Und dann baust du bitte mal eine neue, ein neues Campfire. Probier mal so rum. Okay. Na dann. Links zum Platzieren. Und jetzt? Baustoffe. Ich brauche Holz. Okay. Bohlen brauche ich. Solange es kein Dieter ist. Oh Mann, geht schon wieder gut los. So, hier steht eine Kiste. Ne? Kann ich Kiste öffnen? Wuhu! Ah, da ist die Batterie. So, guck mal, was haben wir hier? Also, er backt sich schon ein bisschen fest. Wobei, backen kann ich nicht sagen. Ich bin einfach zu blöd, um da lang zu laufen. So, was haben wir hier? Aufheben. Ich bräuchte halt ein kleines, einfacher Hammer benötigt. Zerlegen. Bin ich mal gespannt. Es ist relativ entspannt, wirklich entspannt, muss ich sagen. Ich weiß, vielleicht für manche vielleicht zu entspannt. Ich weiß aktuell noch nicht, was ich davon halten soll. Die Pilze sehen wirklich sehr lecker aus. Oder sehen lecker aus, ja. Aber roh sind sie giftig. Ich sollte sie lieber über ein Feuer zubereiten. Ach nee, ehrlich. Ich brauche erstmal fürs Feuer Holz, du Held. Also Grüngedöns habe ich hier. Biomasse habe ich genug. Was ist das hier? Prüfen. Was ist das Ding da drüben? Weiter einen Riss, militärische Technologie oder eine sehr komplexe Pflanzenlampe. Pflanzenlampe. Okay, das kann natürlich sein. Die Elemente im Inneren sind sicher von hoher Qualität. Ich kann es zerlegen. Guck mal. Eine Säge benötigt. Aufheben. Ach, das Inventar ist voll. Das ist mein Inventar. Echt jetzt? Okay, dann lass mal laufen hier. Komm. Kann ich das hier auflegen? Hier? Zerlegen kann ich, zack. Na komm, dann machen wir hier den Batterie. Huhu. Okay, ewiger Lebenobjekte, genau. Ach, guck mal, ein Samsung-Kühlschrank. Also schön, dann wecken wir dich mal auf und schauen, was drin steckt. Guten Morgen. Wow. Ach, ey, du kannst reden. Mhm. Gut. Earl heißt, okay. Die Hexe hat all deine Diener in sprechende Objekte verwandelt und dich in ein Monster. Da sind ein paar Witze dabei. Ich lese nicht alles vor, ich denke, das ist okay. UNICORP, okay. Der Riesenkonzern UNICORP hat entschieden, dass ich mich besser als Getränkekühlschrank mache. Also was? Du warst also ein Mensch? Okay. Viele Leute würden nur zu gerne mit mir tauschen. Die Angehörigen werden großzügig entschädigt, weißt du? Meine haben ein gutes Geschäft gemacht. Wobei, da fällt mir ein, ich hatte gar keine Familie. Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Vergiss die Festplatte nicht, Chef. Du bist neu hier. Ich habe immer Spitzentipps auf Lager. Frag mich ruhig was, okay? Wer bin ich? Hä? Wo sind nur all die alten Leute hin? Müsste ich raten, würde ich sagen, dass uns vielleicht Außerirdische angegriffen haben. Ich wurde seit 6 Jahren nicht mehr gewartet. Okay. Ich würde schon längst auf dem Schrottplatz, wenn noch jemand... okay. Wer hat hier gewohnt? Keine Ahnung. In Anbetracht des Chaos muss ich hier was ziemlich Schlimmes abgespielt haben. Aber jetzt ist alles grün, okay? Weiß er doch nicht. Ja, manche Texte sind ein bisschen witzig ausgelegt, das ist okay. Achso, ja, okay. Wo sind wir hier? Wir sind hier im Cosmopolis, Baby. Wenn man die beste Hauptstadt der Welt sein will, muss man nur warten, bis der Ozean die Konkurrenz verschluckt hat, okay? Das Leben hier war kein Zuckerschlecken, Chef. Ich habe endlos für die Reichen geschuftet. Und als ich dann digitalisiert war, durften sie sich vor mir bücken, um mir Essen zu holen. Haha, okay. Das ist krass. Also es sieht so aus, als wären einige Menschen digitalisiert worden, ja? Und es sind jetzt irgendwelche Geräte. Wer bin ich? Du warst mal Statist bei einer Kochshow. Okay. Ich kann mir Gesichter nicht gut merken. Rezepte sind einfach. Amnesie, bla bla bla, ein paar Witze. Nein, ich hoffe, das Langeweile, Lagerfeuer rein. Der Fernseher war so ein Geiz. Okay, bla bla. Hey Frank. Okay, der heißt wohl Frank. Was läuft im Fernsehen, Frank? Sieh doch, jemand muss ihn gestohlen haben. Okay. So, verbrauchen. Okay, Schlafmodus. Du kannst auf dem Dach des Speichers hinter mir schlafen. Okay, das da wohl, ne? Die Barista in der Café, in dem ich mal gearbeitet habe, haben inzwischen den Schichten dort immer ein Nickerchen gehalten. Es gibt wohl einen Tag-Nacht-Zyklus, so wie es aussieht. Die Frage ist, wie lange ist ein Tag, wie lange ist eine Nacht? Okay, Aktionsmenü. Ah, guck mal hier. Flasche Trinkwasser. Plastik. Nachtpilzsporen. Nachtpilz. -3 Leben. 5 Essen. Ja, das ist ja Bescheid. Ich pack die mal rein. Habe ich ein bisschen Platz. Trinken. Würde ich mal machen hier. Das ist sortieren, ja. Okay, gut. Leere Flasche. So, dann packen wir das wieder rein. Sehr schön. Gut, jetzt gehen wir mal gucken. Was haben wir hier? Zerlegen. Dass ich den Stuhl nicht zerlegen kann. Du brauchst eine Säge. So, wir gucken mal. Was haben wir hier noch? Da ist die Lampe. Jetzt bin ich gleich im Inventar wieder voll. Okay, was haben wir hier? Ui! Okay, es scheint wohl irgendwas zu geben. Was zum Teufel ist das? Okay, ist auf jeden Fall hässlich. Wenn die Blüten so aussehen, will ich gar nicht vorstellen, was die Beeren daran wachsen. Ich sollte lieber davon mich fernhalten. Ja, das sieht danach aus. Also, okay, wir brauchen irgendwo eine Säge. Was haben wir denn hier alles? Aha, was ist das hier? Leistungsfähig. Da haben wir hier... Na, komm her. Also du kannst... Echt jetzt? Och komm. Ist nicht dein Ernst? Hier. Also, was haben wir da? Blech aufheben. Okay, habe ich Blech. Für was brauche ich Blech? Geh weg. Komm, ich will nichts von dir. Ich packe das Blech mal hier hin. Ich weiß nicht, was ich denn brauche, aber... Ich kann es auch nicht drehen. Doch, hier kann... Ach, hier kann ich es drehen. Okay, draufbleiben. Gut. Dann laufen wir nochmal, holen das andere Blech. Oh ja. So, dann zerlegen wir den. Also ganz ehrlich, das ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Ohne Blödsinn. Das ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Fast zu gemütlich für mich. Ich kann es dann nicht ablegen. Ich muss es dann hier ablegen. Na, siehst du, geht nicht. So. Mein Bauch rumort. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Es gibt hier... Was ist das hier? Nehmen. Was ist das denn hier? Ah, Salatkopf. Sehr schön. Ein perfekter Snack. So, jetzt habe ich hier ein bisschen was zu essen. Plastik. So, was haben wir hier? Nehmen. Blumen duften wunderbar. Und schmecken auch ziemlich gut. Das ist ich ganze Sträucher dafür bräuchte, okay. Erstmal brauchst du Essen. Was haben wir hier? Reparaturbeginn. Ah, guck mal an. Da baust du eine Brücke. Zum Dach nebenan, okay. Da bin ich mal gespannt. Also es scheint wohl so, dass wir hier alles selber bauen müssen. Da drüben gibt es auch noch Pflanzen. Komme ich da rein? Prüfen. Aufgestellte, einen Teil vom Dach blockieren. Was ist wohl darüber verbirgt? Okay, was ist das hier? Okay, da kann ich die wieder irgendwo hinstellen. Okay, gut. Na dann. Stell ab, okay. Das ist Blumsen, zack. Was haben wir hier? Also Biomasse haben wir hier genug. Was ist das hier? Das sind wieder die Pilze. Druckloser Injektor benötigt. Okay, da komme ich also nicht dran vorbei, okay. Na dann bin ich mal gespannt. Das ist auch wieder Blech. Wo habe ich andere hingelegt? Ich glaube, die habe ich da hingelegt, ja. So, leg es einfach mal dahin. Dann gucken wir mal, was haben wir dann noch. Da gibt es wieder Biomasse. Da brauche ich einen Hammer. Was ist das hier? Noch eine leere Kryokapsel. Ob noch jemand auf dem Dach lebt? Ich hoffe es. Mhm. Da ist die Säge. Sehr schön. Jetzt habe ich die Säge dran. Okay, ich kann wohl zwischen Hand und Säge wechseln. Kann das sein? Von Bohlen und Bäumen. Okay. Für militärische Zwecke benutzt. Kann man auch als militärische Zwecke benutzen. Okay. Okay. Was ist das hier? Ah, da muss ich drauf bleiben. Okay. Okay, Minispiel. Wollen wir das essen mal hier? Nehmen wir die Bohlen mit hier. Kann ich die da reinpacken? Ja. Dann brauche ich nochmal irgendwie. Hier. So, einmal nach links und einmal nach rechts. So, dann nimmst du die. Okay, das sind... Ah, okay. So, das haben wir. Ich habe etwas Holz auf einem Haufen geworfen und ein tolles Campingfeuer gemacht. So, herstellen. Was haben wir denn hier? Nahrhaftes Salat. Ja, super. Ja, nee, ist klar. Ich futter das Zeug natürlich gleich roh und hätte hier 25 Essen, ja? Oh Mann, Mann, ey. Ja, super. Flasche mit Trinkwasser, bringt 4 Essen. Hätte ich jetzt da das reingepackt, hätte ich... Also man soll nicht am Anfang alles wegfuttern. Kann das sein? Ja, kann ich nicht machen. Geil. Ah. Da brauche ich eine Eisensäge. Okay, da brauche ich einen Hammer. So, komm, dann gucken wir mal. Okay. So. Es gibt wohl unterschiedliche Sägen, ja? Ich baue vielleicht mal eine Kiste, damit ich das Zeug rein platzieren kann. Was haben wir hier? Das, so. Wie war das? Hier, da rein, Baumenü. Ich würde mir dann so eine Shortcut-Taste wünschen, ja? So, pass auf, dann drehen wir mal. So, ich stell dich einfach mal dahin, guck mal. So, was brauchst du? Du brauchst Blech, den hatte ich hier, und Holz. Pass auf, dann nehmen wir den hier auf, ja? Guck. Ja, nee. So, kann ich die übereinander lagern? Geht das? Ja, ja, ja. Nee, kann ich nicht. Also ich kann die nur nebendran schmeißen. So, und dann Blech hatte ich hier. Ja. Einmal. Guck mal. Wenigstens etwas habe ich richtig gemacht. Ne? So, bitteschön. So, jetzt lass mich mal kurz schauen, ob ich das jetzt hier da reinschmeißen kann. Ne, kann ich nicht. Das ist halt ein bisschen schade. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte gern so ein Lager, wo ich das Holz irgendwo hinpacken kann. Okay. Schmeiß es mal einfach hier hin. So, dann nimm das hier. Also du musst auch einen gewissen Abstand halten zu den Dingern, seht ihr? Ich kann es hier nicht hinbauen. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen uncool, aber hey ho, es ist, wie es ist. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen Metallschrott. Den können wir sägen. So, da haben wir Holz, da haben wir die Pilze. Warte mal, der kann ich bestimmt was reinschmeißen. Mit der rechten Maustaste kannst du einen Gegenstand schnell aus deinem Inventar in den Speicher verschieben. Doppelklick mit der linken Maustaste, um es zu splitten. Okay. So machen wir das. Ich pack mal das Papier, Kohle, das packe ich mal da rein. Dann sammle ich den Spaß mal hier ein hier. So, zack. Bitteschön, die... Och komm, du willst mir jetzt sagen, die stacken nicht. Ah, bunte Blumensamen. Ah, okay, gut. Dann sollte ich hier vielleicht anpflanzen, oder? Was denkt ihr? Macht vielleicht Sinn. Gut, wir haben gespeichert. Hier, der will mir irgendwas sagen. Ich habe aber keinen Bock jetzt drauf, mit dir zu reden. So, hier sind die Pilze. Was habe ich jetzt da weggepackt? Gucken. So, Nachtpilzsporen. Die stacken, jawohl. Und dann haben wir die Blumensamen. So, das da packen wir rein. Plastik, Papier, Biomasse. Ah, die könnte ich auch einfach füttern. Okay. So, dann heben wir das auf. Und was haben wir hier noch? So ein bisschen hier. Ach, guck mal, hier gibt es noch ein bisschen Obst. Segen. Hier, den können wir aufheben. Den Segen mal gleich ein bisschen sauber machen, ja? Was denkt ihr? So, nehmen wir, heben wir auf. Das packe ich irgendwo hier hin. So. Da haben wir noch ein Blech. Was ist das hier? Das ist das Aktionsmenü. Das kann man alles... Hier ist noch Holz. Reparatur beginnen. Okay. Da ist die Leiter. Okay. Was brauchst du? Bestimmt Holz, ne? Ja, wieso hat das jetzt nicht genommen? Wahrscheinlich, weil ich es nicht richtig drauf gedrückt habe. So. Dann, ich habe hier noch Holz. Sehr schön. Das ist wirklich sehr... noch nicht mit der rechten... Also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jedenfalls war es für mich, muss ich sagen. Denn ich habe immer noch das Gefühl, es ist so ein Point-and-Click-Adventure. Wisst ihr, was ich meine, ja? Also da hätte ich mir ein kleines bisschen... Auch mit der Kameradrehung, weißt du, ein kleines bisschen anders gewünscht. Aber gut. Bohrmaschine benötigt. Komme ich da hoch? Ah, benutzen. Was haben wir hier? Wie schön ist es hier. Und die Luft ist so rein. Dabei haben die Leute mir gesagt, in Großstädten bekommt man keine Luft. Okay? So, was haben wir denn hier? Untersuchen. Neues Objekt erhalten. Eine Broschüre. Machen die Erinnerung zu vergangenen Fehlern zu schaffen. Okay. Ohne gibt es Probleme nicht. Mit dieser Migräne... Okay. Artefakte der Vergangenheit. Okay, was ist das hier? Gegenstand untersuchen. Tagebuchseite. Das hat er dabei gehabt, okay. Gut, dann muss er wahrscheinlich ein kleines bisschen... Was haben wir hier? Das ist ein Aufzug, oder? Das ist ein Schlafen legen. Ach, nee, das wollte ich jetzt nicht. Du kannst auch nicht abbrechen. Jo, es ist wie es ist. Ja, super, es ist Nacht, ja? Mein Bauch rumort, ja genau. Hat nichts zu essen, die arme Socke. Du hast dich zu früh hingelegt. Aufheben, Papier, was haben wir hier noch? Irgendwas? Nee. Ich wollte nur prüfen, wisst ihr? Aufheben, ist das da hinten? Da komme ich nicht hin. Benutzen. Was ist das hier? Ich glaube, ich sterbe. Kann das sein, dass ich sterbe? Der schläft auch. Was haben wir hier? Hammer, das. Gut, ich habe hier, was kann ich denn hier produzieren? Hab ich kurz mal gucken. Also die kann ich so essen. Kräftige Suppe. Pass auf, wir probieren mal, ob ich die Heidelbeere... So, auf leeres Gartenbeet klicken und Samen sehen. Okay, leeres Garten. Haben wir hier irgendwo ein Beet? Ne, wir haben hier kein Beet, ne? Ne, wir haben hier kein Beet. Ich glaube, ich verhungere. Geiler Scheiß, also es funktioniert nicht. Gut, meine Freunde, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Wahnsinnig gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet. Ich persönlich weiß es noch nicht, aber wir werden sehen, ob ich in der nächsten Runde einfach sterbe. In diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.